Willkommen, liebe Clasher. Endlich ist das Update da. Hat ja gestern noch lange gedauert. Gab wohl noch Probleme. Immerhin ist Supercell auch angewiesen auf Apple und Google, dass dieses Update in den Stores auch verteilt wird. Wer weiß. Heute hauen wir 28 Millionen Ressourcen auf den Kopf. Dann schauen wir genau auf die Truppenänderungen und auf Kleinigkeiten, die mir bisher so aufgefallen sind. Und worüber viele jetzt bestimmt nachdenken, was bedeutet dieses Update für meine Truppenzusammenstellung? Garniert mit auch aktuellen Angriffen und schon kleinen Änderungen meinerseits. So, als erstes schauen wir mal. Der X-Bogen ist das stärkste, was zurzeit abgegradet werden kann. Den werde ich mir bestimmt genau anschauen, dass ich den auch update. Das ist immer so meine Prämisse schon gewesen, dass ich den mir als erste schnappe. Und man sieht hier unten schon, ja, da ist eine 1 drauf. Hier sind schon wieder Angebote da. 9,99 €. Ich glaube, 19,99 € kann man auch noch hinterher. Ist, wer Geld ausgeben möchte, sicherlich ein Top-Angebot. Ist wirklich viel mit 15 Millionen, glaube ich, das sind 20 Euro Ding dort, das ist wirklich viel. So, Mauern nehmen wir natürlich auf jeden Fall mit, bremst den Gegner aus, außer wenn er natürlich meine benutzt. Die möchte ich auf jeden Fall nutzen, vor allen Dingen, weil ich überhaupt keine Chance habe, zurzeit das Elixier loszuwerden. Aber wenn die Mauern ein gewisses Level haben, ich glaube ab 8 oder so, da kann man das dann doch loswerden. Und da werde ich die auch entsprechend upgraden, diese Mauern, dass ich das loswerden kann. So, 25 Mauern sind ja auch jetzt nicht so schwer zu bauen. Die schnappen wir uns dann auch mal zusammen. Dann kann ich mir als nächstes auch gut vorstellen, dass ich, oh, jetzt schon wieder voll alles, nochmal, ich hatte auch einiges gesammelt, ich bin so voll gesogen hier, die ganzen Minen waren auch so rappelvoll. Naja, so im Shop, schauen wir nochmal genau nach, bei den Ressourcen ist nichts zu finden, bei der Armee ist nichts zu finden, Verteidigung. Da sind die Bombentürme. 2 Millionen kostet erstmal einer. 4 Tage braucht der. 2 Stück kann man natürlich bauen als Rathaus Level 11 und als Rathaus, ab Rathaus Level 8 auch einen schon mal. Den werden wir natürlich auf jeden Fall jetzt auch bauen, auch um ihn zur Verteidigung zu nutzen. Ich denke, gegen Masttruppen ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Oh, da greift jemand im Clankrieg an bei uns noch. Das wird sehr knapp. So, dann werde ich hier das auch noch alles auf den Kopf hauen. Wir haben wirklich massiv Ressourcen gesammelt. Die will ich auch rauspumpen. Ich habe schon 100.000 in das Labor gesteckt, um den Skelettzauber zu uppen, wie man hier sehen kann. Da ist jetzt oben, sieht man den Magier, den Drachen und den Babydrachen. Die wollen ein Upgrade gerne haben. Und hier ist noch das am Laufen auf den Level 4, den Skelettzauber. Mal sehen, ob der wirklich was taugt. Da sind nämlich noch so viele kleine Änderungen drin, die hier gar nicht so sichtbar sind. Nämlich die Balancing-Änderungen. Die sind wirklich nicht schlecht. Da muss man ganz genau drauf schauen, was das dann bedeutet für die Truppenzusammenstellung. Der Mörser kostet 9 Millionen, um auf Level 10 zu kommen. Den nehme ich mir dann auch etwas später vor. Da sind auch noch die Tesla da. So, und jetzt nehmen wir uns erstmal als allererstes die beiden Bombentürme vor. Die werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal bauen, damit ich die auch habe. Das wäre auch dumm, die nicht zu nehmen. Alle beide am besten gleich. Das hilft mit Sicherheit. Ja, hier wird es ganz viel Gequassel von mir geben in diesem Video, damit wir wirklich alles mitnehmen, was hier so drin ist. Ich denke, so viele kleine Tipps, da seid ihr auch immer ganz scharf drauf. Da kommt noch einiges dazu. Ich habe nämlich einiges gefunden und im Clan bei mir wurde auch gestern viel diskutiert. Und das nehme ich auch alles sehr, sehr gerne mit. So, jetzt sind die beiden Bombentürme dabei. Schatzkammer, das kann ich auch noch ein bisschen rüberziehen, ist wieder fast voll. Man merkt echt, das ist echt der Wahnsinn, was man sich so ansammelt, wenn man das nicht mehr loswerden kann. Also für ich finde es richtig cool, das Update. Habe ich wieder ein neues Ziel endlich. War schon fast so langweilig, wenn man nur gegen Pokale kämpft. Deswegen habe ich auch jetzt nicht mehr so hart gepusht. Und endlich mal kurz noch den X-Bogen rausgeblasen hier. So sieht er aus mit den Kanten dort. Ja, so richtig viel Änderung ist es nicht optisch. Aber er hat schon ein bisschen Power da drin. Weg ist es, 9,5 Millionen. Okay. Dann wollen wir mal die Mauer noch die ganze Reihe upgraden. Das ist ja erstmal noch recht wenig. Nochmal 125 dazu. Ich denke, ich werde da noch zweimal angreifen, noch ein bisschen sammeln dazu, dass ich mindestens ein Mauerstück noch so hoch bekomme, dass ich es auch mit Elixier uppen kann, damit ich das loswerde und mir nicht geklaut werden kann. Das werde ich schön kombiniert machen mit den neuen Angriffen. Da ist nämlich mir was aufgefallen, was ich noch nicht ganz erklären kann, aber zumindest habe ich schon mal eine Lösung für das Problem. Vielleicht habt ihr auch einen Tipp dazu. Es geht um die Skelette. Die wären irgendwie ganz schön lästig geworden. Inzwischen haben wir jetzt mehrere Mauern schon höher gebracht. Eine habe ich schon auf Maximum gebracht. Da schauen wir mal hier drauf. Hier geht beides mit Elixier und ab Level 7 noch nicht. Da müssen wir noch mal einmal höher das Ganze und ja, dann ab Level 8 geht es auch mit Elixier. Und so kriege ich auch das ganze Elixier weg, was ich denn da so einsammle.
So, als nächstes schauen wir uns den Tesla an. 8 Millionen kostet der und ich glaube, diese Optik haben wir schon gesehen. Das war schon in den Informationen gut vorhanden, so wie bei dem Mörser. Das war auch schon sichtbar. Der bekommt hier so ein rotes Innenleben dazu. Sieht auch richtig schick aus, bekommt noch ein bisschen mehr Power dazu. Dann übrigens, wenn ihr hier 20 € ausgebt, hier, da stehen ja 15 Millionen. Da habe ich schon gesehen, wenn man das ausgibt, eigentlich ist ja gar nicht speicherbar hier oben, aber das wird einfach hier oben reingerechnet. Dann sind die eben übervoll, die Lager. Das klappt schon. Wenn es ums Geld geht, macht Supercell da auch eine Ausnahme, auch wenn da mal mehr drin ist. Bei uns im Clan ist aufgefallen, dass die Queen und der King eine andere Optik hier haben. Das sieht man jetzt hier, wenn man hier drauf geht. Also nicht im Gameplay, sondern nur hier das Bild selber beim King. Und auch bei der Queen sieht man das auch. Die rennt jetzt ein bisschen barfuß hier durch. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwie ganz schön dünne Füßchen. Man muss natürlich jetzt auch hierzu sagen, wenn so viele Verteidigungsanlagen dann mit der Zeit jetzt höher werden, außer die Leute, die sich das jetzt fertig geben, dann sofort, werden natürlich alle Truppen indirekt abgeschwächt, wenn sie nicht jetzt sowieso wieder mit dabei waren, ein bisschen stärker zu werden. Im Truppenmenü sehen wir jetzt hier, da gibt es bei der Schnellausbildung die Möglichkeit, das wäre meine Armee, da muss ich mal noch sehen, ob ich die noch tauglich jetzt einsetzen kann. Und wenn man die einsetzt, dann werden hier beim Ausbilden einfach in diese vorproduzierte Reihe mit einproduziert. Da ist leider so, wenn die da reingehauen werden, ist die Reihenfolge nachher, das mache ich jetzt mal hier, einfach mal auf Ausbilden klicken, dann werden die hinzugefügt. Die Reihenfolge immer, dass die hier die Mauerbrecher als erstes drin sind. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, weil zum Spenden ist es oft so, dass ich die Bowler gerne spende, die werden gerne genommen. Und man kann hier irgendwie die Reihenfolge hier nicht verändern. Also hier beim Ausbilden, hier geht das schon, hier kann man die ja verschieben. Aber bei der Schnellausbildung, hier kann man zwar irgendwas mit bearbeiten, aber die Reihenfolge kann man hier leider nicht ändern. Das finde ich nicht so schön. Weil wenn ich die vorproduziere und ich möchte gerne auch spenden, vor allen Dingen, weil die Armee wirklich nur noch die Hälfte der Zeit inzwischen ungefähr braucht, wollte ich gerne das Ganze, hier sieht man ja, 26 Minuten braucht das. Ich weiß, vorher waren die meine alleine, haben schon die 38, fast 50 Minuten gebraucht in den vier Kasernen. Das ist erheblich schneller und so kann ich nicht mehr so leicht spenden. Da muss ich jetzt immer manuell hier tauschen. Finde ich nicht so doll, aber insgesamt natürlich die Schnellausbildung ist cool. Was vorher abzuspeichern ist wirklich, wirklich super. Verständlicherweise, wenn jetzt mal die Truppen nur noch die Hälfte der Zeit brauchen insgesamt, verführt das einen schnell dazu, dieses Angebot anzunehmen, mit den Gems oder überhaupt Gems zu kaufen und die Helden hier zu boosten. Logischerweise brauchen die immer noch gleichbleibend 49 Minuten, alle drei auf einmal. Leider, das verführt schnell dazu, hier Gems auszugeben. Muss man sich dann überlegen, ob man das möchte. Bei dem Truppenmenü kann man hier vorne, hier steht es nicht so explizit, hier draufklicken und hier kann man den Namen ändern, wie die Armee heißen soll. Oder habe ich gerade was gespendet bekommen als Defense zum Auffüllen? Hier vorne kann man draufklicken, dann kann man die Armee ändern und hier editieren, wie man das nennen möchte, seine vorproduzierte Einheit. Und jetzt, nach diesem Update, welche Taktik und Truppen sind denn jetzt interessant? Also, Hawks sind natürlich jetzt, gehen wir mal hier auf diese Hawks selber. Hier unten haben wir sie. Die sind natürlich jetzt durch die Riesenbomben, gucken wir ja da drauf, haben die nicht mehr anderthalbfaches Schaden dadurch. Da können die natürlich, Schaden sind 250. Gucken wir uns mal die Hawks wiederum an. Die haben Trefferpunkte 535, das heißt Doppelriesenbomben bringen die Hawks nicht mehr um. Das ist, glaube ich, eine gewaltige Änderung. Damit können sicherlich so Rathaus Level 10er sicherlich sehr, sehr gut andere damit abräumen. Da muss man nicht mehr Angst haben, dass die da gleich zerfetzt werden. Es sei denn, sie haben natürlich ein bisschen Vorschaden schon. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn nicht gleich ein Bombenturm da noch in der Nähe ist und dann alle drei Sachen hochgehen oder sowas, dann schon. Magier. Level 6 haben wir ja auch noch am Start hier. Die haben jetzt 185er Schaden statt 180 vorher. Und wenn sie auf Level 7 sind, haben sie einen Schaden von 200. Da kann ich mir eine gute Truppenkombination wieder vorstellen, wie es früher so gerne verwendet worden ist mit Golem oder auch Riesen beim Farmen, dass die Magier dahinter in einer Linie dahinter abräumen. Denn das ist schon ein guter Schaden mehr. Lange hat es gedauert, bis die Magier ein neues Level bekommen haben. Die Hexen. Muss ich mir mal anschauen. Die haben jetzt Trefferpunkte von 300. Das ist ein richtiger Boost, denn vorher hatten die 125 auf Level 3. Damit sind sie auch immun, wie wir eben gerade gesehen haben, gegen eine Riesenbombe. Das ist wirklich interessant. Hexen, Masshexen könnte damit wieder eine Option werden, weil die Hexen durch die Riesenbomben nicht mehr erwischt werden. Sicherlich waren die Skelette noch abgeschwächt, aber
Das wird trotzdem bei den massiven Angriffen zur Verteidigung gar nicht so schlecht sein, wahrscheinlich. So, und jetzt wollen wir uns mal einen Fight angucken bei mir. Schauen wir mal auf diesen Fight. Den habe ich erst heute gemacht. Von oben ganz üblich. Erstmal noch die normale Taktik. Nichts verändert hier in diesem Fight. Erstmal von oben aufgesprengt und reinzukommen. Dann kommen die Clanbog-Truppen hier raus. Da sind Miner drin und ein Riese. Zweimal Gift drauf, dass die erstmal ein bisschen schneller kaputt gehen. Dann werden die auch schön langsam. Das klappt alles wie gewohnt. Keine Veränderung hier. So, der King geht leider außen rum. Schade drum. Könnte mal noch drin sein. Da hätte er noch ein bisschen mehr Schaden gemacht, aber so räumt er eben außen auch weg. Auch okay. So, dann kommen die Miner dazu, wie immer. Keine Veränderung. Alles gleich. Die kommen jetzt hier rein. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ein King dort mit rein. So, jetzt räumen die seitlich ab. Sind noch einige am Leben hier. So, und jetzt habe ich einmal angetestet von oben die Massentruppen hier rein. Und dann müsst ihr von hier oben mal schauen. Hier gehen ganz viele Skelettfallen auf. Und die werden natürlich angegriffen. Dann gehen natürlich die Mine auch drauf. Und wie lange das bei den Skeletten hier dauert, die werden hier so lange kaputt gebrutzelt, als wenn die jeden einzelnen Skelett einzeln anvisieren und alle auf einmal auf ein Skelett gehen. Das dauert ewig hier. Und dann ist natürlich der Zauber vorbei. Ja, und dann kann man natürlich auch die Mitte nicht mehr erwischen. Also irgendwas ist mit den Skeletten oder ich bin jetzt zu blöd zum Angreifen. Ich weiß es nicht. Ich habe nachgeguckt, ob die Skelette irgendwas verändert haben. Die haben aber immer noch Schaden 25 und Trefferpunkte 30. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch Zufall oder sowas. Ich muss echt passen. Ich habe keine Ahnung, was hier gewesen ist. Ich habe auf jeden Fall das jetzt verändert. Ich werde jetzt nur noch bei den Clanbog-Truppen, nämlich hier oben, werde ich nur noch ein Gift setzen und ich werde einen zweiten Gift für die Mitte übrig lassen, damit diese Skelette mir da nicht mal auf den Senkel gehen, damit ich da auch mal richtig schön erwische. Weitere Truppenkombinationen kann natürlich noch sein, dass man jetzt, das habe ich schon bei den höheren Playern gesehen, viele greifen jetzt schon mit Luft gerne an. Drache könnte natürlich sehr stark sein, aber was ich jetzt gesehen habe, war auch wiederum ein Lava-Loon-Angriff oder Lava-Loon-Truppenzusammenstellung, sowie auch immer noch mit Bowlern. Die sind ja zwar ein bisschen abgeschwächt worden, aber ich denke mal, wenn die ganzen Verteidigungsanlagen endlich bei den Leuten fertig sind, das kommt ja mit zunehmender Zeit, dann wird es da auch nicht so leicht. Fakt ist jedenfalls, das Update hat einiges abgeschwächt bei den Angriffen. Ich gehe mal davon aus, dass 2 und 3 Sterne jetzt doch einiges schwieriger sind, denn die Truppen haben nicht so einen großen Boost bekommen. Vielleicht findet man das noch heraus, ob bestimmte Truppenbereiche dann doch viel stärker geworden sind. Vielleicht rennen wir wieder mit Mars Hexen durch die Gegend oder irgend sowas. Ja, und da soll man natürlich reagieren, muss man natürlich Fehler ändern, mal schauen. Vielleicht muss ich auch mal wirklich mal der mit Hexen angreifen. Das ist bestimmt eine interessante Sache. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier angepasst. Ich mache das mal ein bisschen schneller. Hier sieht man jetzt den Gift. Hier habe ich jetzt nur einen gesetzt. Dadurch hat die Queen hier einiges mehr zu tun. Hat leider nicht ganz gepasst. So, die Seite ist weg, 28% im ersten Step. Die zweite Bande greift jetzt hier an. Irgendwie sterben mir die Miner in letzter Zeit verdammt schnell weg. Jetzt habe ich sie geschützt mit dem Warden. Da muss man auch richtig zünden. Kann ich einfach egal mit denen umgehen. Und jetzt setze ich die nächste Bande hier oben. Einer ist mir seitlich weggedriftet und dann habe ich gleich die beiden Lakis dazu gesetzt. Und hier ist der Gift jetzt drauf, damit das besser passt. Da sind zwar, glaube ich, keine Skelette groß rausgekommen. Die kommen, glaube ich, erst noch. Aber da unten ist zum Beispiel eine Falle dort. Aber immerhin habe ich das Rathaus auch mit erwischt und so ist es auch ganz cool. Ja, da und hier sieht man wieder unten, wie lange das dauert. Es kommen noch mehr Skelette hinzu und ich denke, die ganzen Miner, das waren bestimmt 10 Stück, die da noch übrig waren, die werden alle krepieren, obwohl gar nicht so viel drauf schießt. Wenn ein Multi-Inferno da wäre, wäre das echt tödlich. Das dauert ewig mit diesen Skeletten neuerdings. Keine Ahnung, woher das kommt. Sehr, sehr merkwürdig. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Update und schauen wir mal, was für Truppenkombinationen dabei neu entstehen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.